Guten Morgen. Tommy hat schon alles rausgebracht heute. Viertel nach, Viertelstunde halt gebraucht. Immerhin. Jetzt die Zwangsjacke für die Kamera. Zack. 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 Und zack. Live auf seinen Hof. Heute Morgen habe ich schon ein Mietrad gerettet. Ja. Das sei mal gesagt, das hat gefunden hier am Ende der Straße, angeschlossen an ein Bauschild. So. Und zwar nur so. Und dann ums Bauschild rum. Ja, der Tommy hat dann das Bauschild hochgehoben, diese in diesen Fuß eingesteckten Dinger, diese Stange. Und dann gibt er das Mietrad mir entgegen. Ja, dann habe ich es mitgenommen. Und ich dachte mir, ja, wäre doch nett, das zu behalten. Wie bescheuert sind die Leute eigentlich, dass sie ein Mietrad so anschließen, so nachlässig damit umgehen. Und dann ankommen und ich weiß ja nicht, wie es passieren konnte. Ich habe es angeschlossen, ich habe es fest angeschlossen. Also wirklich, es war wirklich gut angeschlossen. Und Scheiß war es. Ich konnte mich ja draufsetzen und losfahren damit. Das ist ja totaler Schwachsinn. Werden wir nachher erklären, wenn der Kollege kommt, werde ich mal dazu befragen. Mal gucken, ob ich das denn auch hier mit Kamera und so. Muss ich mal sehen, was er sagt. Aus Paris. Edouard. Aus Paris. Schauen wir mal. Ne, jetzt kommt er nicht. Ja, also, bis später. Schafft er noch eine Maus an? Schafft ihr noch eine Maus an? Ja, noch eine Maus. Wieso? Steckt dein Schwänzchen rein, hab da noch eine Maus. Steckt mein Schwänzchen rein und hab noch eine Maus. Hm. Na ja, klar. Denk ich mal drüber nach heute Abend. Hab da schon drei neue Sachen. Ja. Kann man eine vierte Maus dazukommen. Hab aber nur ein Schwänzchen. Ja klar, ein Schwänzchen. Ja. Als ich auf der Welt gekommen bin, mein Alter nicht die Alte gefickt hat, da war ich ohne auf der Welt. Genau. Brubbels Evolutionstheorie? So, nein. Ja, nein, stimmt aber. Brubbelboy. Das ist auch eine Marke. Welt. So, ganz liebe Grüße von dem Dennis, der hat mich heute schon geweckt, um 9 Uhr. Ja, ja. Ich wollte vorbeikommen und dir sagen, wenigstens schau, ich bin da, ich bin, hab mich aus dem Bett gequält. Quält sich aus dem Bett, rausgerollt und, aus dem Bett. Und ich mache einen Vorschlag. Ach du Scheiße, jetzt schon verhandeln, ja, am ersten Arbeitstag. Ja, durchaus, doch. Genau, ich mache oben Vorschlag. So, ja, erst ich bringe dir ein Mittagessen. Was soll denn, das ist ja Bestechung. Ich mache ein gutes Rührei mit Kartoffels und Tomatis und so ein Zeug und mit Schinken. Und das bringe ich dir so um 14 Uhr, wie gestern gesagt. Ist das ein Deal? Ich weiß nicht, ob das ein Deal ist. Ist das gut für dich? Ja, ist es. Warum? Jetzt, musst du noch abschwitzen? Meine Gehirnzellen echt schon am frühen Morgen so auf Trab zu bringen. Du musst doch ankurbeln, ja, genau, deswegen ankurbeln. Bin ich doch hier. Ja, naja, eben. Verhandeln. So mit dir. Ja. Verhandeln ist nicht. Doch. So. Komm. Also, was kann ich Gutes tun? Also ja, ich muss erstmal. Genau, raus. Dann sortierst du mal die Fahrräder, die hier oben stehen. Die ersten Schlösser kannst du erstmal abschließen. Sortierst dich ganz kurz. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlösser. Mhm. Und was sechs Schlösser
Du suchst die passenden Schlüssel dazu raus und öffnest diese Schlösser. Und nachdem du es geöffnet hast, ja, legst du diese Schlösser über diese Türklinke, genau wie diese dort liegen. An der Seite. Das ist ganz einfach. Und dann geht nach Hause und man kommt später wieder und macht ein Rührei. Dann, und dann setzen wir uns hin und verhandeln. Okay. Ja? Okay. Gut, dann lasse ich mich ein. Naja, ich bin auch ein großzügiger Arbeitgeber. Antreiber. Ich brauche mir gerade einen Gürtel nur. Das wird ein Tag. Das wird ein Tag. Ja. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Das schaffst du! Ich arbeite dran. Hört sich ja an. Böse. Morgen! Guten Morgen, Wolfgang! Wolfgang, sing mal ein Lied für die gute Frau. Ich kann ja nicht singen. Doch, du singst immer jeden Morgen. Die ist ganz fertig. Ja? Die ist schon ganz fertig. Ich sehe das schon nicht. Man kann ja nicht hinschicken. Na, so schlimm ist er nun nicht. Wie du das Rad da geholt hast, da. Ja? Der Typ, der hat so schnell eine Flocke gemacht. Ich habe gedacht, der hat dich geklaut oder verschickt, weil der abgeholt ist. Der Schwarze da. Das hat das Rad weggenommen da. Ja. So, da ist der Brecher, ist da so ein Afrikaner, da ist da. Wo weggefahren, gedacht, na halt jetzt erzählt, wenn ich dachte, er erzählt, der wechselt mal die Räder, was ist, nimmt das und dann nimmt er wieder das. Nee, aber das ist ein Mieter hier, so, der hat ja, da. Ja, ja, hab ich ja mitgekriegt nachher, ja, ja. Wisst ihr, wie das war? Hä? Wisst ihr, wie das war? Ja, der muss, ich bin gespannt, ob er herkommt und sagt, sein Rad ist geklaut. Oh ja, was hast du denn? Ja, wegen Fragen, ob er noch ganz dicht ist. Wie kann man denn ein Rad so abstellen? Also Wolfgang, mal ganz im Ernst, wie kann man ein Rad so abstellen, ja, dass ich das einfach nur mitnehme? Einfach nur mitnehmen. Einfach draufsetzen und losfahren. Ja, nicht mal ein Rad blockiert. Also so weit bescheuert. Ist hier real ab oder an? Ach so, auf. Ist eine Aufgabe. Aufgabe aufschließen. Keine Ahnung, nee. Was machst du mit den Schlüssel, ob du die alle haben willst, fragt sie. Die bleiben natürlich im Schloss drin. Die blauen, die Rosen. Die hier meinst du jetzt, die hier. Na, sie hat Anweisungen, sie weiß Bescheid. Hast du dir die Anweisungen gemerkt? Die Schlüssel müssen im Schloss verbleiben, natürlich. Ach, echt? Ansonsten suche ich ja wieder. Okay, alles klar. Ich wusste schon, dass ich es weiß. Erster Tag, Daniela 1.0. Der macht dich fertig. Naja, mit Schlösser auch schließen, da mach ich dich noch nicht fertig, hoffe ich. Doch, na. Schwerbeschädigte. Ja. Danke. Du musst nicht so tief runtergehen. Cool. Ja, wäre wahrscheinlich. War das viel gestern? War das viel gestern? Ja. 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 Ja
gebe dir da voll. Ich bin da voll. Das ist voll, ja, voll. Das ist vielleicht die. Problematik. Nein, schon, ja. Jetzt Hand auf den Tisch. Legen wir die Fakten auf den Tisch. Ja, leg doch mal Fakten auf den Tisch. Und zwar. Also, ich bin auch tierisch müde. Aber das macht nichts. Ich sehe ja, wie es geht. Also, es funktioniert ja. Man muss ja nur seinen Arsch bewegen und Verantwortung fühlen. Ja, wisst ihr. Naja, das ist lange her, dass ich das auch ausgeübt dann habe. Also auch ausgeführt habe, meine ich, nicht ausgeübt. Und trotzdem, ich muss nochmal auch in die andere Richtung. Ich muss nochmal zum Schlesischen Tor. Wieso denn? Vor 12. Wenn ich in Mitte bin. Damit ich nicht umfall, wenn ich hier arbeite. Okay. Vitamine und so. Ich verstehe schon. Ja. Nein, ist echt. Abo. So. Ja, ich verstehe, okay. Verstehe es trotzdem. Aber, ja. Und dann würde ich dir gerne anbieten, dass ich dich für köstige um den Mittag. So herum, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, vielleicht. Ja, das wäre mir sehr lieb, trotz allem. Ich lege mich da nicht mehr hin, das sowieso nicht. Aber du darfst dich nicht mehr hin. Nein, weil dann komme ich nicht mehr. Genau, nein, das machen wir auch gar nicht. Wir müssen jetzt kein therapeutisches Gespräch mehr schlafen zu führen. Aber kann ich mich mit dir auf etwas einigen? Wäre es möglich? Auf 1 Uhr. Mittag gibt es um 1. Okay. Ja? Okay. Ja, guck mal, das ist. Ja, ich sehe schon, das ist gut. Okay, 13 Uhr, ist prima. Ist prima. Hat auch die Abo zu. Ja, ist super. Nein, ist super. Bis 13 Uhr mit Rührei, Brötchen. Speck und allem, ja? Alles klar. Okay, mach ich. Bist du bezahlt? Ist kein Problem. Also das Material. Alles klar. Ja. Es ist ja Anfang des Monats, okay? Nee, ja. So, dennoch. Trotzdem. Gut, okay. Danke. Ja, danke dir. Das war mir sehr wichtig. Ja, sehr. Danke für das Vertrauen in mich am frühen Morgen. Olle, bis später. Bis dann, ciao. Wir tanzen hier vor den Fahrrädern rum, ja, genau. Ja. Ich muss erstmal runterkommen, so. Ein bisschen ab. Sich beruhigen. Aber nicht zu sehr, weil dann fällst du ja wieder auch in so ein Ding. Wo fährst du jetzt hin? Erstmal wieder nach Hause. Hat gesagt, ja. Ja, und dann fährst du zum Onkel Doktor sozusagen. Doktor, ja, doch zu. Nee, die Doktoren, die haben auch am Wochenende auf. Ich bin doch auch da. Bin ich etwa kein Arzt? Ja. Na, sag mal. Der Tag fängt am Morgen schon lustig an hier heute. Der Tag fängt am Morgen schon immer lustig an. Gerade hier. Ja, hier sowieso. Ja, gerade bei Tommy. Gerade bei Tommy. Oder eigentlich auch schon auf der Flucht. Wer? Ja? Axel ist auch schon auf der Flucht. Axel? Alex. Alex? Ja. Na, der muss arbeiten, oder? Nee, der hat Arthur Busch wieder zu machen. Ach so, Andrea ist arbeiten und er ist spielen. Ja, ja. Um Gottes Willen, ey. Alex ist doch erstmal Urlaub für heute, weil er wollte oder was. Er kommt wieder später, wenn er weg war. Um 1 Uhr ist er wieder da. Ja. Sie? Um 1 Uhr gibt's Essen. Bist du da dran? Na klar glaube ich da dran. Na, sag mal, die hat mir die Hand drauf gegeben. Das glaube ich nicht mal dran, das muss so sein. Na, das, also wenn die mich enttäuscht, also Mensch. Guck mal, und ich habe dir gesagt, heute, pass auf Wolfgang, ich will mal eins sagen. Ich habe zu ihr gestern gesagt, du bist heute da um 10.10 Uhr. Nein, ich habe zu ihr gesagt, sie ist heute hier um 10.10 Uhr. Und sie war heute da um 10.05 Uhr, so ja. Oh. Ja, da macht er dicke Augen. Wann war die heute? Gestern Abend hier oder wie? Ja. Wann denn? Weiß ich nicht. Ist das schon weg, war? Das weiß ich nicht, ob wann das war. Irgendwann zwischendurch war sie da. Oh, wir wollen Wunderwetter. Ja. Wunderwetter. Der Zeitrhythmus da, der muss sich verschieben. Wunderwetter. Das ist schwierig, ich weiß das. Ich habe ja auch nachts gearbeitet früher. Nee, und tagsüber. Ich glaube ja, Donner ist das Team. Die Sendung eingehalten. 10.05 Uhr, so ja. 12 Minuten. Also fand ich gut. Ja.
Also insofern habe ich schon einen festen Glauben daran, dass sie um ja, meine, 1 Uhr da ist. Ganz einfach. Kann ich mir vorstellen. Ich dachte halt, und jetzt im Koma war noch so halb. Koma. Diese Tappe ist im Einzel. Halb 11 Uhr. Das ist immer noch ziemlich zum Schiff. Das ist ja schon halb 1 zu 1. Schlafen darf sie jetzt nicht mehr, weil dann verpennt sie. Das werden wir sehen, wenn sie denn nicht kommt. Ich bin ja ohne sauer, aber das ist ja für sie. Das ist nicht für mich. Das ist für sie, ist das entscheidend. Was hat ihr gesagt von Dennis? Ja, soll mich schön grüßen von Dennis. Er hat schon mit ihm telefoniert heute Morgen. Grüße zurück an Dennis. Ja. No, zeig mal die Neuigkeiten erstmal heute. Wahlkampf absurd, Ärger um Reinickendorfer Abgeordneten Frank Steffel. Das ist mir wieder gut. Benzio, falsch merke Brief. Keime im Weihwasser, Kind erschießt Mann. Ach, sind alles schlimm, ey. Das Weihwasser. Bis später. Dann Copyshop und dann, wo geht der hin einkaufen? Bei Karstadt holen wir dann ein Geburtstagsgeschenk für Josie, die hat ja morgen Geburtstag. Dann auf dem Rückweg kaufe ich Leuprosil hier vorne in der Apotheke, hole die Kopien ab und dann komme ich wieder her. Also es dauert aber erstmal ein bisschen, dass wir ein Geschenk ausgesucht haben, Papier. Oh, ist das furchtbar. Geht halt nicht alles mit einer Hand, nur. So, was für ein beklopptes Video. Ich pack das jetzt im Livestream auseinandergebaut gerade. Und jetzt baue ich es wieder zusammen im Nicht-Livestream. Und zwar anders. Vorne die Bremse. Ne, war kaputt. Also macht man es. ABM nennt man das. ABM. Stahlwolle. Ja. So eine kloppte Aktion. Die Pumpe wandert immer weiter weg. Ich hole die Pumpe erstmal. Heinmüller. Stimmt ja alles. Jo, hier schön, wunderbar, wundervoll. Die Welt steht Kopf. Wir gucken, wie viel Wasser rauskommt. Nix, kein Wasser. Ich bin enttäuscht normalerweise.
So schwer wie möglich. Da ein paar Lichter rauskommen. Gut, da wir hinten Rücktrittbremse haben, sagte ich bereits, schraube ich jetzt die Bremse von hinten, die Handbremse von hinten nach hier vorne. Die Vorderbremse war kaputt. Defekt. Ist doch schade um die Räder. Einfach wegwerfen, das geht ja nicht. Hat doch alle der Steuerzahler bezahlt. Das war ja ein... Natürlich. Kommt's mit Sockel. Der kommt mit zu können, ey. Derjenige, der das hier zur Reparatur gegeben hat, das war ja ein Flüchtling. Und da ist es ja allgemein bekannt, die geben zur Reparatur. Aber bei der Reparatur, bei einer normalen Werkstatt, müssen sie das ja selber bezahlen. Für die Reparatur und holen es dann nicht mehr ab. So. Dann habe ich noch mit denen gesprochen von denen. Helfern, die das alle zu initiieren, Flüchtlinge betreuen, integrieren, wie auch immer, helfen den Leuten. Ja, und haben auch eine Fahrradwerkstatt und so. Und meinte, halt, kennen sie schon. Ist halt so. Bleib ich dann drauf sitzen. Zu gefährlich für Flüchtlinge, wenn einer mir einen Auftrag gibt, werde ich sie weiterschicken. Ich sage, nein, danke, mache ich nicht. Aber ich bleibe jedes Mal, ist jetzt das zweite Mal schon, dass ich auf dem Rad sitzen bleibe. Ja. Na, jetzt ist es meins quasi. Kriege ich ja auch geschenkt. Da gibt es eine Fahrradwerkstatt, die bauen extra für die Räder zusammen, bauen die auf und so. Die fahren die Dinger einfach kaputt. Scheiße, halt. Holen sich dann neues ab. Also er ist quasi, wahrscheinlich hat es hier abgegeben, ist dann am gleichen Tag wieder hingegangen. Hat gesagt, oh, mein Fahrrad ist weg. Oh, zack, hat er das nächste Mal gehabt. Tja, so läuft das offensichtlich. Dann stand das hier nur Monate rum und jetzt wird es vernünftig wieder aufgebaut. Und dem Straßenverkehr wieder zugeführt. Ganz geputzt. Das muss auch sein. Da muss man halt auch so einen Putzlappen da hinlegen. Juju! Jetzt sehen wir mal einen Schraubstock. Weil die sind natürlich mit Bremssockel rausgekommen hier. Mit Bremssockel. Scheiße. So ist das. Der Schraubstock ist besetzt seit Wochen mit diesem Scheißrahmen. Vom Thorsten. Stresch die Krise. Diese Rumschleiferei immer in diesen Kackrahmen. Der.
Zack. Zack. So einfach jetzt. Da kommt der Schrott. Hier. Hallo. Moin. Hallo. Ja. Machst du es nochmal? Na, jetzt ist ja kein Problem. Aber wie gesagt, der Schlüssel kam hier nicht an, ganz ehrlich. Das ist auch kein Problem. Beziehungsweise ist ein Problem, aber jetzt ist es geklärt. Jetzt ist es geklärt. Ne, oder? Ja. Ja. Also. Warte, soll ich runterkommen? Wir wollen noch. Wir wollen zwei für zwei Tage. Zwei für zwei Tage, machen wir. Ich komm hoch, ja. Ja, gut. Ach, Alter, laufen lassen. Ach, Mensch, verdammt, Mist. Aber so ist das. Na gut. Ja, bitte. Dürfte ich mein Fahrrad vielleicht bei euch einmal kurz aufpumpen? Ja, klar. Cool. Darfst du. Rein. Den Hebel jetzt nach unten. Oh, denken sie alle. Also nicht denken nicht alle über dich, sondern denken alle über sich. Aber das geht ganz einfach. Doch, da baut sich Druck auf. Schau einer, guck. Und wieder das Selbstvertrauen gerettet. Wie viel Druck muss da drauf sein? 3,5 Minimum. Wie viel? 3,5 Minimum. Okay, oh, da bin ich noch weit von entfernt. Ja. So, das haben wir.
Nicht verzweifeln. Dank. Bitte, bitte. Ich hab das richtig. Hä? Ich hoffe, ich hab das richtig gemacht. Irgendwie, oh. Ich hab mir jetzt ein neues Fahrrad gekauft und die Reifen sind jetzt schon so spröde. Komisch, oder? Ja, das sind ja günstige Reifen. €42. 42, okay. Welche? Ah, diese? 21 pro Stück. Weil ich habe hier. Ah ja, schwarz. Gibt etwas weiß? Nee. Okay, cool. Ich will irgendwann. Die Bremse ist kaputt, aber ich glaube, die Gänge, ich muss checken auch, das spielt. The Gears, like not in tune. Jetzt hat das verstanden. 85 Euro. Ja. Ja, das ist feines Zeug, ne? Ja. Aber es gibt günstige natürlich. Ja. Diese weiß, was du willst, die kosten gar nicht viel. Die ja, kosten, ja. Glaube, was weiß ich, 10, 15 Euro das Paar. Ja, ich muss keine checken, diese Greffelade. Ja. Die Greffelstraße. Ja, du hast vergessen. Ah. Schön. Ja, okay, cool. Ja, aber das musst du vorher wissen. Was? Das muss ich vorher wissen, welchen Hebel du ran brauchst. Weil dann muss der Zug wieder ab. Welche Kabel? Welche? Nein. Das Kabel nehme ich nehme ah, ganz nein, normal. Einfach, ich wollte gucken jetzt. Ich ach so. Will, ja, nicht, dass du dann in einer Woche kommst und sagst, ah, alles nochmal neu. Oder so. Nein, ich wollte nur gucken, was ich wollte machen mit diesem Fahrrad. Erst einmal die Bremse reparieren, vielleicht danach die Gänge, die Shift, you know, ja. Maybe new shifts, and that's it. But now I just need to fix these brakes. Yeah. Ja. Gut, na gib her, Müll. Musst du nicht rumschleppen, wenn du nicht willst. You want me to take them down? Here? Ich mach es. And the key for the Schloss, you need it? Nee. Ja doch, klar. Yeah. Mach das Schloss ab, den Schlüssel brauche ich nicht, einfach nur abmachen. Ich muss halt den Zug neu verlegen. Hast du meine Telefonnummer? Nee. Okay, so write it. Ja, ich kann dich ja auch nicht anrufen. Du musst einfach wiederkommen. Okay, cool. Heute Abend? No, nächste Woche kann ich. Ach so, okay. Naja, dann ist. Kann ich nächste Woche? Ja, aber dann komm einfach rum. Okay, ja? Cool. Okay. Danke. Oder vielleicht heute, aber ich bin nicht sicher. Bis, ich denke mal ab 6 oder so, ab 6 Uhr. Okay, cool. Ja? Ja. Okay. Okay, thanks, man. Ja, bitte. Ciao. Bye. Shalom Shabbat. Shalom Shabbat. Shabbat Shalom. Ja. Lecker lach, machen wie Fahrrad fertig.
Orfe, nein! So. Musst du jetzt den ganzen Tag ausschlachten? Ne, jetzt schlachte ich wieder zusammen. Aus habe ich schon, jetzt ein. Jetzt schlachte ich ein. Jetzt wird wieder zusammengebaut. Jetzt schon am Putzen, das haben wir schon gemacht. Jo, was mache ich denn jetzt? Und ich sage, kocht die zu Hause oder kocht die denn hier nachher? Ich koche zu Hause. Ach so. Wo denn? Nee, das ist egal, dass sie den Schirm, dass sie den Schirm braten tut. Nee. Ach so. Stahl. Stahlwolle schneiden. Aha. Der hat ja den Wagen weggenommen, den Fressnagel vorne. Ja, über das Wochenende, oder? Wer weiß, wo der gleich woanders gereicht hat. Ja, eben. Hat sich der schon gemeldet, wo er gesagt hat, das war geklaut? Nee. Aha. Dafür hat ein anderes Mietrad vom anderen Laden hier. Ach so. Ja. Die von denen nach oben geschimpft, wa? Nee, eben nicht. Also. Und? Weiß ich nicht, ja. Ganz komisch. Heute komisch, wa? Die kann sich nicht mehr erinnern, die gute Frau, wo sie es gemietet hat. Welchen komischer Tag. Heike sagt, die kann ihr jetzt nur anbieten, dass ich das Tier behalte. Ja. Und wenn sich der Vermieter bei ihr meldet, wo das Rad ist, dann soll sie sagen, das ist hier. Ja. Tag, wa? Das ist ein lustiger Tag, da. Das fängt ja schon lustig an. Na, jetzt sag ich dir, aber die Trinkkugel kann man ja keinem anbieten. Die müssen wir erstmal. Guten Morgen. Ach, hier. Guten Morgen. Geknickt da drin? Das hab ich da. Ja, ich hatte keine. Das ist aber nicht doll geknickt. Da liegst du gerade. Wenn er so ganz gut war, ist nur so ganz leicht. Ganz gut. Und deine Schwester auf. Ja, das Schlimmste war, die rennt auch um. So, was mache ich jetzt hier weiter? Ich hab meine Skadi drin erstmal hinlegen. Ja. Fängt das an zu regnen jetzt oder was? Ja, natürlich. Ich muss mal kopieren. So, jetzt, da man die Tretkugel so kriegen anbieten kann, an so ein Rad wird sie lackiert. Hat der Wolfgang nicht geschubst? Nee, alles gut. Jetzt haben wir erstmal geguckt. Nee, ja, ist ja gut. Ist ja nicht passiert. Weiter. Nee, ist nicht passiert. Wolfgang, wann kommt denn dein Kumpel? Also vor halb vier oder vor vier stehen die hier. Ah, okay.
Nehme ich mich nicht an. Okay. Bitte mal mit da. Dafür ist Jenny da, also wir da. Der ist erst Mittag, der muss eine Stunde schlafen und fährt dann mit seinem Rad. Wenn ich den Bär nicht die Hammerstraße runterfallen, dann hier durch den König. Hinten lang da unten an der Oderstraße, dann durch den Park durch, Jahnstraße, hier hinten durch, naja, wer weiß. Oder hat er mal mein Kind, weil er, wie gesagt, das Ding durch Schrott gefahren ist, den anderen. Ja. Dann muss ich ein neues Auto suchen. Da ist er aber nicht viel, oder? Ja, doch so viel auseinanderschrauben hier lohnt sich ja nicht, denke ich. Na, wir machen mal wieder ein Video. Marlies? Ich habe ein Mietrad hier vom anderen Vermieter. Die Frau wusste nicht mehr genau wo und dann habe ich gesagt, naja, dann die kann der ja nicht abgeben und wenn der sich meldet, denn sie ist schon zweimal hier gewesen heute. Sie ist sicher, das ist von hier. Ich sage, ich bin mir aber ganz sicher, das ist nicht von hier. Was ist das für eins? Angucken, steht hier unten. Das ha? Kannst du ja angucken, steht hier unten. Ja, ich meine, es war hier nicht verlangt. Ist das auch so ein schwarzes oder was? Ja, aber nee, nicht so eins. Ganz anderes Modell, ganz neues Modell. Boah, ist das schwer. Anouk! Benimm dich! Anouk, benimm dich! Marlies. So. Das ist ja unglaublich. Ja, das sage ich dir. Komm ich da an, wir gehen nach Hause. Hast du deine Kinder ja nicht im Griff oder was? Die versuchen es halt, ne? Wie bitte? Die versuchen es halt. Ja. Wäre ja auch blöd, wenn sie es nicht machen würden. Was? Ich muss was Gardi einfangen. Was ist denn das für eine Zeter da? Die Große nimmt die Klemme auf den Arm und die will nicht. Ja, die will ja wohl nicht, meine. Nani? Scheiße, wo ist denn jetzt der Lack hin, ey? Morgen. Nein. Moin. Ich habe die Brötchen verkauft, darf ich dir die schenken? Deutsch ist natürlich für mich. Okay, ciao. Ciao, ciao. Danke. So, grob. Russisch.
Jo. Schauen wir mal. Gut, das geht leider nicht ab. Okay. Wenn das also schon. Tja, so sieht's aus. Na, das haben wir ja mal geschafft. Sehr schön sieht das aus. Vorne, wie hinten. Na, auf alle Fälle besser als vorher. Wie geht's weiter? Lenker? Vorbau? Vorbau könnten wir den nehmen. Den werden wir auch. Und Lenker? Anlenker?
Tommy ist bekloppt. Hi. Hallo. Ich will fragen, ob ich mein Fahrrad reparieren könnte. Was ist denn kaputt? Und es kann auch sein, dass es am Ventil liegt und ich einfach zu doof war, das richtig zuzumachen. Na, dann machst du richtig zu und pumpet auf. Erstmal. Naja, das habe ich schon mal gemacht und dann war es wieder platt nach 2 Tagen. Und das Ding ist, ich habe das auch vor 2 Monaten repariert und der Schlauch ist neu und der Mantel auch, aber irgendwie... Aber irgendwie. Schau mal. Und ich habe gerade gar keine Zeit und gar keine Nerven damit auseinanderzusetzen. Cool, das gefällt mir mit dem Lenker, das finde ich richtig schick. Ja, toll. Grünen Bremsbelag, grüner Sattel, naja, Standardprogramm, grüner Reifen. Alles ist schick. Die Sattelklemme wieder auf. Wird das kurz sauber gemacht hier, das Teil. Darf ich eure Luftpumpe mal benutzen? Jawohl. Danke. Hier. Oh,
bitte. Ich bin so blöd dazu. Du musst den Hebel umlegen. Ja, ich habe so ein französisches Ventil. Geht es auch damit? Klar. Graue Seite rausstecken und dann den Hebel weg von der Felge. Okay. Und das französische Ventil natürlich vorher aufdrehen. Ja. Na wunderbar. Sattelstütze. 26,6 Sattel. Ja, bitte, bitte. Danke dir. Eine neue Sattelstütze. Es ist nicht 26,6, was drin war, sondern 27,2 natürlich. Hat mich auch sehr gewundert, da die haben halt genommen, was da war. Kommt neuer Sattel rauf, neue Sattelstütze, lackiert, Kettenradgarnitur, neuer Lenker und so weiter.
wunderbar. Neue Pedalen. Neue Pedale auch. Oh, da war schon 1, 2, 3, 4 Leute dran. Das ist ja sinnvoll, die zu behalten mit Namen, genau. Das ist ja nicht schlecht. Ooh.
Vielen Dank. Ich würde mal sagen, für heute ist dieses Projekt erstmal beendet. Wenn da Mountainbike-Reifen noch aufkommen, da können noch 28 Zoll Laufräder auch hin. Also wenn man jetzt einfach mal durchspinnt, 28 Zöller rin, da ist doch 2 Zoll Platz hier mit einer dünnen Decke. Probiert mal. Oh, da wäre schon wieder so die Frickel und die Frackel. Na, gucken wir mal. 28 Zöller. Mit der grünen, dünnen Decke. Eieiei. Ich schaue. Definitiv mal locker. Das Problem ist diese Bremsgeschichte. Die müsste man dann im Tier überlösen. Das ist exakt das gleiche Maß.
So, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich geh jetzt mal verdauen. Ja, habe mich entschieden, ich möchte es nicht. Kann man machen, haben wir auch schon mal gemacht. Nicht nochmal. Oh. Hey, ich habe vorhin angerufen, Marlies, ja. Ich später kommen. Habe ich nicht hingelegt, nein. Ich würde jetzt Rührei machen, hast du Bock? Ja. Es ist doch 14 Uhr. Aber ich bemühe mich echt. Na gut, okay, alles klar. Dann okay, bis gleich so. Bis gleich. Alles klar. Gut. Prima. Shit ist halt schon. Schon bei 14 Uhr. Moin. Da fängt's an, ja. Da fängt's an, also das ist das unterste, ne? Das ist das unterste da hinten, ja, bei denen. Ja? Ja. Okay, alles klingt gut. Schönen Tag wünsche ich dir. Okay, bitte, bitte. Ciao, ciao. Heute lassen hat. Das reicht tatsächlich. Neuer Lenker, neuer Sattel, neue Sattelstütze, neue Pedal, Arme lackiert. Alles ein bisschen gereinigt. Clean, neu aufgebaut. Danke. Thanks. Ja. So. Jetzt machen wir hier das Katastrophenbremssystem von Schauen. Also, liebe Leute, wenn die Bremshebel, Bremszüge so aussehen, braucht man sich nicht wundern, das funktioniert natürlich nicht mehr. Gerade dann, wenn man es braucht, funktioniert es nicht mehr. Also,
Ich bin jetzt ein bisschen deprimiert. Warum zur Hölle? Okay. Gibt es denn keine grünen MTB-Reifen? Also in auch günstig. Das ist doch bestimmt anders, wie eine Zauberei drüben. Bevor ich so eine schöne Stolle hier drauf, sondern grüne, butterfrische. So, wir cutten das Kabel, zack. Weg, weg. Kommt neu. Weg. Weg. Kommt neu. Sehr schön. Gott sei Dank geht es raus. Gott sei Dank. Papa. Ja, bitte? Hallo. Hallo. Die müssen sich mal, die müssen sich mal erholen, ne? Wirklich, es geht nicht, ja? Aber das geht nicht beim Fahrrad, ja, kann ich nicht so gut bremsen, nicht so gut Pedal legen. Ja, na dann musst du mal aufhören mit Knabbern, dann geht das ja ohne Pflaster. Ja, ist ja auch mit Knabbern. Ja, das werden wir mal gucken denn. Wir testen erstmal so und dann, wenn du aufhörst mit Knabbern, dann kann man die abmachen. Muss ich auch noch ablenken hier, die beiden. So, plus so und dann noch.
Ja. Ich bin da bestürzt vom Fahrrad. Es ist umkehren wollte. Alles in der Linie gekommen. Ich bin nicht ganz auf dem Verstand. Lass mich mal das so sehen. Ich mach die mal ab. Nein, die machst du nicht ab. Noch langsam muss ich daran gewöhnen.
Augen zu. Ja. Oh, wei, oh, wei. Aber wenn ich dann... So, die hintere Bremse. Ja. Haben wir, ja. Sag mal, du, hast du eventuell einen kleinen Space für mich für jetzt die Tage, für das heute Morgen? Was denn? Dass ich morgen, ja, ich hab hier Pappteller und Besteck und so ein Scheiß. Das habe ich gerade einkaufen müssen, weil unser Festival leider nicht dazu kommt, das zu machen. Also ich habe jetzt keine Lust, das hoch in den dritten Stock zu schleppen. Wie lange? Bis Montag früh. Aber dann ist wirklich weg. Dann ist weg. Weil Montag früh kommt der Lastwagen, kommt der Transporter und dann wird der ganze Scheiß reingeladen und dann kommt das weg. Das wäre super geil. Yeah, you play really good last night. Yeah, it was really good, yeah. Yeah, it's fun. It's fun. Wie viel brauchst du? Super, dankeschön. Dann kann ich nämlich, dann kann ich nämlich nicht hoch in den dritten Stock. Sonst dreh ich durch. Alles klar. Ja, was willst du denn morgen? When do you play there again? I don't know. I think in 3 weeks or 4 weeks. It's the same thing, so with the jazz. Yeah. With the jazz night. Okay, cool. Maybe we see us. Yeah. Ja. Okay, dann stell den Rad hier vorne hin wieder, ja? Cool. So. Ja.
spricht das bei Bürgeramt. Aber ich hatte die
Fertig. Jetzt aber Hunger. Bis gleich. Ich mach das Rad fertig. Ich hole das Rad und mach das Rad fertig. Das ist doch scheiße. Ja, den grünen Reifen zieh ich später mal auf oder so, wenn ich will. Hätte ich die Kette hier vorne dran lassen können. Aber ja, das haben wir alles mal nochmal auseinandergenommen. Wunderbar. Thank you.
Schön, haben wir. Ja, sehr gerne die Hebelchen. Die Hammerbremse. Und richtig gut laufen. Klack, klock. Übersetzungsverhältnis ist genial bei dem Ding. Brachial, genial. Ich stopfe die Gabel auseinander. Einmal komplett rein.
ein bisschen brauner an hier. Ja, das ist das halt. Ja, so, jetzt. Und dann den. Zwei Fahrräder zum Mieten. Ja, zum Mieten. Geht das? Ja. Hallo. Kann ich mir deine Puppe leihen? Ja. Gibt es einen Unterschied? Farblich, mechanisch. Okay. Alles eigentlich. Die sind total verschieden, die Pumpen. Also für ein Hund normales Rad ist wurscht, oder? Ja. Diesen Bogen nicht. Ich hasse diese Bögen. Thank you.
Es funktioniert. Na, jetzt pumpe ich auf und das Wart. Mit dem Rad. Na, schauen wir mal.
ganz komm noch raus. Scheiße, ne? Hey. Komm noch raus. Komm, komm. Ja. Ach, Daniela, Daniela, Mensch, wie spät ist es denn, Daniela? Es ist 15 Uhr, ganz genau, auf die Stunde. Und ich habe ja gestern gesagt 14 Uhr. Ich habe gestern gesagt 10.10 Uhr und du warst 10.05 Uhr da hast du mich erst erschrocken, im positiven Sinne. Ja, und jetzt? Aber dann hey. Hast du mich... Ja, bitte? Enttäuscht? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt habe ich geschnippelt eine Stunde lang. Das echt? Hat länger gedauert als ja, ich dachte. Ja, klar, kochen dauert ich manchmal weiß, länger. Das ist wahrscheinlich auch nicht deine Zeit. Ne? So, aber die Daniela-Welt funktioniert irgendwie. Die hey, wir kommen heute zum ersten Mal zusammen. Ja, mein die funktioniert immer. Ausbilder und Ausbilder. Ich. Ja, mein zukünftiger Ausbilder. Ich möchte mich halt nur einschleimen. Ne? Auf irgendeine Art und Weise. So irgendwie, dass du merkst, dass wir. Ne? Also, ich habe halt leider. Ich habe andere Zeit spielt für mich ein anderer Faktor. Ja, das ist was ich noch lernen muss. Ich bin in dieser Arbeitswelt noch nicht angekommen. Also bis heute noch nicht. Ach, das ist aber Zeit jetzt langsam. Ja, doch, würde ich das sagen. So, ich habe mich auch echt bemüht. Ja, grün und rot. Ja, doch, ich wollte ein ganz besonderes Zauber. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich fahr mal eine Runde. Ja, fahr mal. Bis gleich. Ich pass auf. Eieiei, das sieht aber komisch aus. Das ist ja, was ist denn das für ein Lenker? Der ist ja, der sieht ja aus, als würden sich meine Gelenke verdrehen. Das ist strange. Interessant. Dieser Lenker sieht aus wie Tränen. Gerade zusammenbaut. Die Kapsel wird gesucht, aber die Option ist ja immer noch, dass das einmal gedreht wird und der Lenker so nach oben kommt. Und das finde ich nicht. Das ist wahrscheinlich so, dass das so. Ja, schon. Also nicht nur einfach so, sondern jetzt. Das Spiegelbild. Ja, also wird er einfach so durch. Ja gerne, Rühr ist ja auch sowas, Rührei. Das ist wie Meditation. Rührei. Schnippeln. Ja. Yes, sir.
Was hörst du? Na? Nein, was ist jetzt? Jetzt kommen sie alle, ey. Die ganze Zeit ist keiner, ja? Kein Mensch. Keiner. Keiner will was wissen. Von mir. Ja, ne? Der halbe Tag. Ist schon dabei. Der halbe Tag ist schon vorbei. Du weißt ja, wie hier so alle. Das hört sich aber stark nach Endhusten. Das ist Raucherhusten. Ganz ein ganz scheußlicher, widerlicher. Okay. Das geht auch nicht mehr weg, oder was? Doch, geht es wieder. Indem ich wieder weniger rauche. Oh, okay. Dabei habe ich ein super großes Lungenvolumen von 4 Litern. Okay. Hatte ich früher schon. Dieses. Kennst du das oder irgendwie in diese, wo man so reinpustet? Ja, so ein Bällchen. Und dann wird so ein Bällchen hochgepustet und das zeigt dann an, wie viel Liter Lungenvolumen du hast. Fand ich toll. Also, war ich früher schon gut. Ja, aber heute. Also ich bin immer noch gut. Wenn man mit so viel guter Gesundheit geschlagen ist. Was macht man damit, ne? Versauen! Ja! Einfach gegen die Wand fahren. Was hältst du denn davon? Das habe ich doch schon lange genug gemacht, deswegen jetzt will ich ja von der Wand weg. Ne? Das ja, jetzt muss ich mal wieder die Achten ausbügeln und so. Ne? Das weißt du doch. Na, also, ja. Die Rehe, ich habe leider nur 3. Warte, die ist aber eh schon so. Ah, jetzt sehe ich wird. Ein bisschen viel, ne? Ja, von den Namen selber. Ja, natürlich auch. Das ist für ein Festival. Ja, kochen. Ja, da mache ich da kochen. Das ist der Stadtflucht. Ja, ab dem dritten Stock damit. Da ist ja nur Trockenkram. Das ist so gewesen. Ja, das ist der frische Kram, der wird da ist ja umgegangen. Da habe ich eben was gesehen, ist geboren geworden. Und dann kam das Pause. So, hier komme ich mir im Moment vor.
Also ich gehe jetzt im Abschnitt zwischen den Kellerfenstern. Erste Hilfe zu den zwei Kellerfenstern, bevor die jetzt mit Pause gemacht. Jetzt kommt die zweite Hilfe. Jetzt ist los, arbeiten. Achso, ich soll mal zusammensetzen, wa? Ich mach mal mein Törtchen mit Erdbeer. Erdbeermuffin. Na gut. So, dann bauen wir mal. Einmal neue Laufräder. Ist der relativ simpel. Thank you.
Why not? Haben wir. Ja, und jetzt? Hat er in solchen Situationen Zigarettenschachtel rausgeholt und gesagt, komm, dann brauchen wir erstmal hin. Ich rauche jetzt auch schon. Hast du mal Raucher? Ja, 15 Jahre. Wenig, aber regelmäßig. Deine Mutter? Ich kenne sie als kleiner Junge bei meiner Tante in Düsseldorf mit einer Renomentol in mir sich. Das wird das einzige Mal, dass ich meine Mutter auch gesehen habe. Das war schon das erste Mal. Das war das, das letzte Mal. Letzte Mal. Genau. Wenn man mit Menthol anfängt, dann ist man doch. Das ist gut, ja. Nicht. Ja. Nee, als sie auch nicht raucht, hat sie nie. Bis damals war das irgendwie modern. Wahrscheinlich ist das einfach mit Spitze oder so. Nee. Aber der Putz hier ist, dass das Sofa heute noch bei meiner Tante steht, auf dem die damals gesessen haben, und obwohl sie die Wohnung innerhalb des Hauses allerdings gewechselt hat. Damals wohnte sie unten, oben war vermietet, und seitdem ihre Tochter erwachsen und Familie behaftet war, ist die Mutter nach oben gezogen, die Wohnung ist genauso geschnitten und hat eins zu eins die Möbel übernommen. Das heißt, wenn die Kunden zu meiner Tante kommen, was eigentlich schon mal vorkommt, dann steht dieses Sofa immer noch an derselben Ecke mit demselben großen Blumenfenster daneben. Es ist zum Schreien. Ja. Sag mal, dieser Rollerreifen, das wollte ich vorhin schon fragen, der ist aber nicht in diesem Zustand von dir demontiert worden. Doch. Aber der ist nicht bis hier gefahren. Nein. Ah, eben. Der hat ungefähr 60 Jahre so gestanden. Scheiße. Das ist arg. Das ist richtig Skulptur schon. Ja, das ist ja, richtig. Ja, ja. 60 Jahre. Ich habe auch lauter so eine Sache mitgebracht. Hatte in einer Ecke in der Werkstatt, im Lager, hatte ich eine Schublade, da waren so Sehenswürdigkeiten drin. Dann habe ich die Bude verkauft und das erste, was die machten, nur aufräumen und dann war alles weg. Hast du den gefunden? Genau, das gleiche. Nein. Gleiche. Oh, das haben wir da jetzt gerade. Ja, wird da ja ganz verrückt. So, das haben wir. Ja.
Man muss ja nicht alt. Nicht verletzen! Ei, 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 ich dachte, Afrikaner können so was. Arbeiten, arbeiten! Nein, ihr könnt. Jetzt die Ficken. Was? Nein, aber die sind doch immer so erfinderisch und basteln so viele. Und was? Jetzt gebe ich ihm eine Werkzeugkiste, ihr wusst nicht mal, wie man die aufmacht, ey. Natürlich nicht. Das ist unglaublich. Das geht nicht. Junge, meint, kann ich hier unten zu tun, ich muss arbeiten. Das geht nicht. Kann ich die Werkzeugkiste, das will ich die Werkzeuge reichen. Ich frau auf. Hä? Ich frau auf. Du kriegst frau auf. Ja, ist ein Aufreißer. Dann sind sie hier alle. Wo ist da so ein Rassist? Das ist ja unglaublich. Ein Rassist. Pass auf, sonst wüsste nehme ich hier, wie heißt es, was haben sie mit der gemacht? Suspendiert? Mich kann er nicht suspendieren. Schnackseln, hat sie aber gesagt. Wer war denn jetzt diese? Was? Nachrichtensprecherin oder was das war. Was? Wo, wer, wann, wie? Na, das war doch vor ein paar Jahren, hat sie doch gesagt, nein, können auch mal gut schnackseln miteinander. Schon was weg. Zack,
war sie gekickt. Ja. Nein, das war doch so ein Ding. Das war ein Riesenskandal. Wie kann sie sowas sagen? Herr Luke, wer war denn? Ich weiß es doch nicht. Herrgott, ich kann mir doch Namen nicht merken. Aber so, ich dachte schlecht. Nein, keine Ahnung. Sie war echt. Muss ein Süddeutsch gewesen sein. Gut am Laufen. Und auf einmal hat sie eben schon gemacht. Nicht. Die ist wegen was anderem hier geworden. Das ist sicher recht, was denn heute. Aber. Nee, heute heißt es nicht mehr Schnackseln, heute heißt es Fiki Fiki. Ne? Ich guck gleich mal. Und Merkel hat Ihnen ja auch jedem ein Haus und eine blonde Frau versprochen. Gloria, ja, ich hab's so schlimmer gemacht. Ich dachte, die hat was Schlimmes gemacht. Der Schwarze schnackselt gerne. Ich meine, wenn du das Wort machst, überleg mal. Und dann bist du gleich abgesetzt. Ja, also, das hab ich gerade nicht das Thema, ne? Ein Riesenskandal oder so. Ja, ja. Schneckenschiss. Ich meine, der Frau gehört Regensburg, oder? Und noch einige mehr. Ja, die darf das. Ich darf das auch, obwohl wir Regensburg. Die haben gesagt, ich weiß ja nicht. Das gucke ich mir aber an, den Friedmann-Teil. Auf alle Fälle. Muss ich ja wissen, wie er darauf reagiert hat. Wie ohne dich? Dann machen wir einen schönen Michel-Friedmann-Abend hier. Ja, vielen Dank. Oder? Ich glaube, das ist fest. Wo ist meine Kamera? Na, eine da. Ach, hier. Und eine da. Die ist die feste. Super. Und ich meine, im Grunde genommen läuft das ja alles. Also, das ist jetzt nicht, aber. Läuft ja permanent nur und ich kommentiere da auch selten. Also, wenn ich da so ein Video mal mache, so ein extra Video, dann. Und archivierst du dann gelegentlich dann so Stücke, dass die halt dann auch als Files da liegen oder ist es immer nur in den Äther gesendet? Meinst du, dass ich. Also, wenn ich was schneide, dann habe ich es auch auf dem Computer drauf. Ja, wenn du ansonsten so den Livestream, den schneide ich ja nicht. Der landet ja überhaupt nicht bei mir. Der landet bei YouTube und das war und wird da archiviert. Die archivieren das komplett, oder? Komplett, das ist echt? Unglaublich, ey. Haben über 700 Videos hochgeladen quasi. Ja, und das ist alle drin und die sind ja alle 12 Stunden lang. Also. Festplattenplatz ist kein Problem offensichtlich. Ja? Festplattenplatz ist kein Problem offensichtlich. Da, die haben ganze Städte, irgendwie als Serverstädte. Ja, mittlerweile. Ja. Datenvolumen, sammeln und archivieren und. Boah. Da kann er sich nicht beschweren, jetzt ist das immer auf. So, jetzt kann man sagen, Fahrrad ist fertig, so, und dann, wenn er Glück hat und der guckt gerade zu, oh, was echt geil, steht er gleich auf der Matte. Gut, nee, aber das ist ja gut, wie gesagt, die Leute wissen, die sehen dann mal, wie langweilig das auf sein kann, wenn so ein Fahrrad fahren. Oder eben auch wie interessant, also das müssen die selber entscheiden. Wisst ihr nicht, hast du doch bestimmt geguckt, dann auf Fahrradsalon wahrscheinlich. Was? Auf dem Kanal hast du bestimmt geguckt, dann, oder? Ich hatte, das war ja dann offensichtlich ein Mitschnitt, weil das war ein Mitschnitt, genau. Ne? Ja, also, ja. Und dann, also live habe ich nicht gesehen, ne? Ich hatte nur, ich dachte, du machst gelegentlich mal so Stücke oder so, also stellst hier rein. Im Winter wollte ich sowas machen. Ja, das ist ja ganz hilfreich. Bei Tommy repariert ist das mit drin. Genau. In so einer Playlist. Da habe ich eben so 5-6 Videos. Ja. Die sind vielleicht so ein bisschen prägnanter. Also, interessanter auf den Punkt gebracht. Das ist aber nicht schlecht, wenn die Leute so irgendwie Details so, die wenn die dann so Hinweise haben, wie es klappt, ne, wie man es macht, wie man es angeht. Das
der Feuerwehrmann selber nicht. Also bei mir ist es grundsätzlich ja so, dass ich nicht irgendwie gestellt ist. Spiel überprüfen, ein Lager einstellen. Ja, klar, aber ich meine, grundsätzlich bei den Sachen, das ist ja nicht vorher schon dreimal probiert oder sowas. Wenn jemand kommt mit einem Problem, dann wird es halt repariert, ohne dass ich weiß, was vorher passiert. Manchmal passieren auch irgendwelche Missgeschicke oder sowas. Natürlich habe ich hier einen Ständer eingespannt gehabt, eine Gazelle, und habe ein Schloss aufgeflext hier, so ein Speichenschloss, aber so ein super stabiles Ding. Mhm, die sind kein Ding. Und dann das musste ich echt präzise und ganz genau machen und erst von der einen Seite ein bisschen von der anderen, weil die sind ja super nah am Rahmen auf und das war echt gefährlich. Und dann fliegt echt so ein Teil vom Schloss ab und mit so einer Geschwindigkeit, dass der auf den Auslöser von dem Teil kommt hier. Und dann schnappt das Teil auf und das Fahrrad fährt runter und ich stehe da mit der Flex-Schutzbrille und allem und denke, wow. Aber in dem Moment war es dann halt draußen, war. Also das ist, ich denke so, Gottes Willen, das war nicht dann auch live. Das ist mir auch klar. Das ist halt so, wa? Nee, schau ich mir mal an. Die grobe Langeweile natürlich und ich weiß ja nicht. Du machst doch auch so was, wa? Ich mache viel Live-Webradio. Webradio. Ich habe so seit ewigen Jahren schon so ein Projekt laufen, von wo Leute Sounds aufnehmen aus der ganzen Welt. Also so ein Archiv, so eine Kartografie, ne, so eine basierte auf Google Maps und OpenStreetMaps. Ja. Und die Leute laden das hoch, so jetzt mittlerweile 50.000 oder so. Okay. Ne, 40.000 aber jetzt. Und wächst so jeden Tag so ein bisschen. Und das ist so, keine Ahnung, sind so Musiker, Enthusiasten, Klangkunst und da gibt es halt verschiedene Kontexte, in denen das benutzt wird. Ist das nur Straßensound oder so? Da gibt es ja auch einige Projekte so, dieses nur mit Umgebungssound sozusagen. Ist fast nur Umgebungssounds, aber ja, halt okay. Da wird es auch schon detailliert, ne? Also so manchmal nur das Mikrofon rausgehalten, manchmal steigen die Leute aber da irgendwie oder tauchen unter Wasser, machen Hydrofone und so. Okay. Andere fahren auf die schrägsten Orte, um irgendwelche extrem seltenen Naturaufnahmen zu machen. Halt. Genau. So was, also so die die Bandbreite ist riesig, ne? So von Gelegenheitsaufnahme vor der Tür bis zu wirklich, also Sachen, die da musst du wahrscheinlich irgendwie, brauchst du ein halbes Jahr, bis du die machen kannst. Ne? Die Vorbereitung. Vorbereitung für ein paar Sekunden eigentlich. So einer dabei zum Beispiel, der schickt regelmäßig aus Australien, was der macht, ist halt, der geht halt immer so ewig lange Wanderungen in tiefste Einöden. Und dann übernachtet er dort halt, ne? Dann stellt er seine Mikros auf und übernimmt dann halt so in der absoluten Stille, also Naturstille so, und dann alles auf, was dann sich so bewegt, ne? So Frösche, Vögel, Insekten und so halt, ne? Das sind natürlich auch Aufnahmen, die kannst du... Das ist ja unglaublich manchmal. Ja, das sind richtige Spezialisten. Ich mache ja auch viel, ich habe auch schon 1000, also nicht da drin, aber so insgesamt so. Ich bin auch mal mit Mikrofon unterwegs. Und wenn du so richtig gute Aufnahmen machen willst, dann hast du also lieber fotografieren, ne? Hast du können und du brauchst das Equipment. Ja, logisch. Jetzt haben wir okay. Ich habe mal überlegt, so eine ganz banale Geschichte eigentlich, aber wie gesagt, man fängt ja vor der eigenen Haustür an, weil das immer so interessant ist, dadurch, dass ich hier nur vorne arbeite, ich habe diesen Ausschnitt, auch zum Hören, diesen Ausschnitt. Mhm. Und was du hörst an Wortfetzen, nur die Wortfetzen, das ist keine ganze Geschichte, aber es ist so witzig manchmal, also so genial. Und wenn man das aneinander schneiden würde, letztens genau die gleiche Idee, als ich da drüben nachts gesessen habe mit meiner Freundin. Und da kamen halt immer so Stimmen vorbei, die genau in den 2 Metern, wo sie vorbei liegen, halt verständlich waren. Ja, genau. Das war eine völlig absurde Monologe, wenn die zusammengeschnitten hätten, ja, total schräg. Müsste man echt so, da habe ich echt überlegt, hier ein Mikro einfach aufzustellen. Wie gesagt, das wäre ja, man belauscht ja keine Gespräche in dem Sinne. Es ist ja eigentlich sogar langweilig, wenn jetzt jemand sich hier vorne unterhalten würde, weil dann würde man ja den gesamten Gespräch wahrnehmen und nicht nur das aus dem Kontext gerissene. Und so finde ich es viel interessanter. Also das ist wirklich so witzig, diese Passagen, die du so mitkriegst. Ja, habe ich echt überlegt, so was mal zu machen. Da gibt's, ich arbeite Sound mit vor der Haustür oder so. Machst ja, du gleich so ein Projekt draußen? Ich arbeite mit so einem Projekt zusammen, Freunde, die in Südfrankreich sitzen, Locusonus heißt es. Und das ist ein Projekt, wo es genau um Live-Mikrofone geht. Ich habe selber 2. Einen bei einem Kumpel in der Friedrichstraße und eins läuft in Köln. Und mittlerweile sind da, keine Ahnung, so 100 Mikrofone weltweit on air. Ne? Und die machen im Prinzip sowas halt. Und du hast da so eine Karte, kannst du sehen, wo die gerade live senden halt. Und dann kannst du da mal von Regenwald bis zu Kita Hinterhof oder so. Ne? So kannst du eben dich da durchzoomen und da reinhören. Das ist cool. Kannst du hier alles hinbauen, da hast du Kellereingang, Fahrrad. Also wenn du Audio streamen willst, da kann ich dir Tipps geben. Da habe ich mit
Das mache ich ewig so. Ich mache das sogar auf dem Handy. Ne? Und, mein Handy habe ich nicht. Ja. Ja, wenig, die kein Handy haben. Da ist ein uraltes, stecke ich ein Mikro dran und dann kann ich halt so in super Stereo-Qualität. Ich mache mir die Mikros auf die Ohren, binaural nennt man das, so, die hängen dann hier so direkt. Und dann bin ich das Mikro und laufe so in die Gegend und bin in totaler, bei guten, super schnellen Qualität ein Live-Mikro. Okay. Das ist cool. Da habe ich schon hunderte von den kleinen Sendungen gemacht. So misst der Bose auch die Einstellung für die. Alle Dürren, ja. Alles gut? Ja, alles gut. Ja. Okay, meine Tür ist offen. Ich guck dir deinen Fernseher an. Wasser? Ein bisschen? Wasser ist hier hinten. Einmal Wasser. Einmal Wasser. Wir waschen von Hände. Ich mach gleich los. Das ist teures Wasser. Das ist teures Wasser, ja. Fertig. Wo ist er denn? Hier ist er. Ich habe noch mal umgebaut. Ich habe mir echt die Stange zerkratzt da oben jetzt. Unglaublich. Ich will jetzt schon mit Edding arbeiten. Machen wir jetzt Schaltung. Die Gabel ist im Arsch. Schlackert. Von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Lenker, also umgebaut, so rum. Das ist definitiv geil. Bremse, geil. Schaltung. Ist das ein Siebengang? Siebengang Hebel nicht anders anbauen. Jetzt den scheiß Siebengang Hebel an hier. Könnte ihn total absurd. Absurd. So ein Mist.
Gangschaltung. Das wird alles nicht. Schaui im Separé. Na, wie auch immer. Ich räume jetzt ein. Es ist 20 Uhr. Ich mache Feierabend. Ich finde, die Schalter sehen alle hässlich aus heutzutage. Ich weiß nicht. Für das Projekt, da muss doch was Schönes sein. Warum gibt es keine grünen Reifen? Ich weiß es nicht. Das sind alles Fragen, die heute so aufkommen. Ja, so richtig passiert ist heute ja nichts. Nichts Interessantes groß. Muss ich mal beim Schneiden noch gucken, ob da irgendwas Interessantes war. Ich glaube nicht. Na, schau ich mal. Also bis Montag dann wieder. Dienstag geht's im. Morgen geht's ein bisschen im in der Wohnung weiter, werde ich das Bad auseinandernehmen wahrscheinlich und am Montag geht es im Laden hier weiter, am Dienstag fahren wir ins Bauhaus und suchen uns Schalter aus, nee, morgen fahren wir ins Bauhaus und suchen uns Schalter, morgen ist verkaufsoffener Sonntag, geil, also bis dann, alles Gute, wir sehen uns, bis dann, ciao.